Jodele, Bastelzeit. Und ja, ihr habt es euch ja beim letzten Mal gewünscht. Wir sind wieder in der Küche. Das heißt also, wir kochen mal wieder irgendwas. Und war ja gerade irgendwie so Halloween. Also muss natürlich der hier dran glauben. Ich habe da noch einen Kürbis übrig. Den müssen wir irgendwie wohl versorgen. So einen Kürbis, den kann man natürlich in vielerlei Arten zubereiten: braten, backen, pürieren, was auch immer. Aber, ne. Die ganzen Zubereitungsmethoden haben ein kleines Problem. Sie sind nämlich nur so mäßig Bitbastelei-kompatibel. Das heißt, wir müssen das Ganze natürlich noch ein bisschen würzen. Und in unserem Fall mit ein paar LEDs und einem ESP32. Ja, das sind unsere Gewürze für den heutigen Tag. Die LEDs dabei, das sind WS2812B, auch bekannt als NeoPixel. Die hatten wir hier ja schon ein paar Mal. Das ist ein ganz spaßiges Ding. Die haben nämlich drei Pins. Ein Plus, ein Minus und ein Datenkanal. Und der Datenkanal wird von LED zu LED weitergegeben. Und das führt dazu, dass wir jede einzelne von diesen LEDs einzeln ansteuern können. Und jede von diesen weißen LEDs hier, die hat insgesamt drei eigentlich drin, nämlich eine rote, eine grüne und ein blauer. Und rot, grün und blau, das gibt dann entsprechend zusammen eine schöne RGB-LED. Und wenn wir die Farben mischen, ihr kennt es ja eventuell vom PC, da können wir so ziemlich jede Farbe mit darstellen, die wir haben wollen. So, also konzentrieren wir uns mal darauf, wie wir diese LEDs mit diesem Mikrocontroller möglichst einfach in Benutzung kriegen. Und zwar so, dass es auch einsteigerfreundlich ist, also so, dass man nur das Ding mit ein paar Kabeln an irgendeinen fertigen LED-Streifen oder in jedem Fall Bogen stecken kann und das Ganze läuft. Also gehen wir mal rüber zum Rechner und gucken uns das an. Dafür müssen wir natürlich die LEDs erst vorbereiten. Hier ist nichts dabei. Das heißt, wir müssen noch was anlöten. Üblicherweise gibt es hierbei drei Pins, die man beachten muss. Wenn wir hier gucken, wir haben oben und unten jeweils ein Ground. Das ist also quasi ein Pin, der ist hier nur zweimal drauf. Dann haben wir DIN, das ist Data Input. Und darunter die Spannungsversorgung 4 bis 7 Volt DC. Üblicherweise macht man das mit 5 Volt. Muss man auch darauf achten, denn im Gegensatz zu vielen anderen klappt das hier nicht mit 3,3 Volt. Das heißt also, wir müssen wirklich eine 5 Volt Versorgung haben. Man muss auch aufpassen, an welcher Seite man das macht. Wir sehen ja hier ist rechts und links jeweils ein Anschluss. Aber wenn ihr hier auf die Seite guckt, da ist kein D-In, sondern D-Out. Das heißt, hier kommen die Daten wieder raus, die wir auf der anderen Seite reingespielt haben. Und das kann man zum Beispiel nutzen, wenn man hier nochmal so einen Streifen oder irgendwas hinten dran setzen möchte. Dann kann man die hintereinander schalten. Muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Hintereinander schalten geht nicht ewig, jedenfalls vom Strom her, denn hier diese Boards haben einen gewissen Widerstand. Das heißt also, wenn man jede Menge davon hintereinander macht, sollte man zumindest ab und zu hingehen und zwischendrin nochmal ein Ground und ein 5 Volt vom Netzteil anlöten, sodass sich der Strom gleichmäßig verteilt. Ansonsten kann es dazu kommen, dass am Ende von so einem Streifen die Farbe, obwohl sie gleich konfiguriert ist, anders ist als am Anfang vom Streifen, einfach weil nicht mehr genügend Strom ankommt. So, ich werde jetzt hier einfach hingehen und werde mir ein paar Kabel dran löten, dass wir die hier draufstecken können. Und danach gucken wir uns den interessanteren Part an, nämlich wie kriegen wir das mit der Software hin. Für die Kabel nutze ich hier sowas. Das ist auf der einen Seite blanker Draht, auf der anderen Seite diese, ja, meistens werden sie DuPont-Kabel genannt, einfach weil ich die hier unten direkt draufstecken kann. Ich mache die jetzt erstmal fest und dann gehen wir durch, was man denn da alles beachten muss. Denn auch da gibt es ein paar Punkte, die je nachdem, was ihr vorhabt, eventuell zum Problem werden könnten. So, der Streifen, den ich jetzt hier zum Testen benutze, der ist hier so angeschlossen. Wir haben braun ist Ground, orange ist Data In und rot ist VCC. Das müssen wir jetzt irgendwie hier an unseren ESP32 dran bekommen. Und fangen wir mal mit dem einfachsten Draht an, nämlich braun Ground. Der kommt, na, wer hätte es gedacht, an einen Pin vom ESP, der als GND bezeichnet ist. Den können wir also hier direkt anstöpseln und damit wäre der schon mal erledigt. Der nächste ist ein bisschen komplizierter, nämlich der rote, also VCC. VCC haben wir ja gesehen, da müssen 5 Volt drauf. Gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie man diese 5 Volt erhalten kann. Die erste wäre, wir stecken ihn hier an VIN. Das geht in den meisten Fällen gut. Dieses VIN ist fast immer mit der USB-Buchse verbunden. Das heißt also, wir können direkt den USB-Strom, der 5 Volt ist, hier wieder abgreifen. Für kürzere Tests geht das. Es gibt aber ein großes Aber. USB ist nicht dafür gedacht, groß Strom zu liefern. Meistens, wenn man es am PC oder so drin hat, gibt es ein Limit so bei zwischen 500 und 800 Milliampere.
Wenn man mehr haben möchte, ist es besser, ein externes Netzteil zu benutzen. Und naja, so LEDs, die ziehen halt auch ordentlich im Zweifelsfall. Pi mal Daumen kann man sagen, eine LED, wo alles an ist, so um die 60 mA. Naja, hier sind halt ein paar mehr LEDs drauf. Das heißt, das wird schon eher knapp hier. In jedem Fall nehme ich 15 LEDs, also 900 mA. Das müsste bei meinem Setup hier gerade noch funktionieren. Deswegen werde ich jetzt der Einfachheit halber den roten Pin hier einfach an VIN dran stecken und mir daher den Strom besorgen. Aber wie gesagt, eigentlich möchte man bei sowas ein externes Netzteil haben, was da den Strom liefert. Also zum Beispiel irgendwie hier so ein Wandnetzgerät, was für 5 Volt gedacht ist. Hier haben wir zum Beispiel 5 Volt mit 4 Ampere und da könnte ich dann einfach am Ausgang das Kabel mir holen und das hier dran machen. Wichtig dabei, wenn man ein externes Netzteil anklemmt, dann klemmt man das zwar auch hier an Rot und Braun, aber ihr müsst aufpassen, dass der Braune trotzdem irgendwie noch hier zu einem Ground vom Controller verbunden ist, sonst funktioniert es nicht. Bleibt noch Orange, das ist der Datenkanal und da gibt es jetzt auch wieder so ein paar Sachen, die man beachten muss. Nummer 1 ist der Pegel. Naja, die LEDs haben wir eben schon gelernt, die sind eigentlich für 5 Volt gedacht. Hier der Controller arbeitet nur mit 3,3 Volt. Das ist offiziell zu wenig. Wenn man nur ein kurzes Kabel dran hat, wie ich hier, das ist jetzt einfach nur da und dann ist es schon da, geht das meistens gut. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt oder zum Beispiel ein längeres Kabel habt, dann ist es meistens besser, sowas hier zu benutzen. Das ist ein sogenannter Pegelwandler. Das heißt, wir klemmen auf einer Seite die 5 Volt an, auf der anderen Seite 3,3 Volt. Der wird also einfach zwischen den ESP und das Kabel geschaltet und der setzt dann das Ganze um, sodass wir da auch die richtigen Pegel haben. Das zweite, was man machen sollte, was zwar keine Pflicht ist, aber euch den Tag retten kann, das ist einen Widerstand reinmachen. Denn ein Problem haben wir hier. Wenn hier ein Kabel abgeht, zum Beispiel die Ground oder sowas, Daten aber noch weiter verbunden ist, dann kann es passieren, dass der versucht, irgendwie Strom über den Datenkanal loszuwerden. Und naja, so ein ESP, der hält nur mäßig viel aus. Das heißt, es kann passieren, dass euch dann die CPU hier drin durchbrennt. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen werde ich hier einen kleinen Widerstand in diese Leitung hier Data reinlöten. Der Wert ist relativ unkritisch, so auf, was weiß ich, zwischen 200 und ein paar Kiloohm ist da eigentlich alles machbar. Wir reden hier ja nur von der Datenleitung, da geht normalerweise kein Strom drüber. Entsprechend stört der Widerstand da im Betrieb nicht wirklich. Aber wenn mal was schief geht, limitiert er halt den Strom und gibt so eurem ESP dann noch die Möglichkeit, sowas doch noch unbeschadet zu überstehen. Also ich gehe dann entsprechend hier hin und mache den Datendings nochmal weg. Zack. Und stattdessen kommt hier ein passender Widerstand dazwischen. Und dann sind wir da auf der sicheren Seite. Muss nur noch der Datenkanal hier irgendwo angeschlossen werden. Und beim ESP32 ist das D2. Und mit diesen drei kleinen Käbelchen sind wir jetzt auch schon fertig. Wir haben jetzt die LEDs erfolgreich mit unserem ESP32 verbunden. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Software dafür. Auf der Softwareseite greife ich dabei auf das Projekt WLED zurück. Das ist hier von AirCookie und vielen anderen Leuten, die da auch mitmachen. Das findet sich hier auf GitHub und wenn wir ein bisschen runterscrollen, da kommt auch schon die README mit den ganzen Anleitungen, mit den ganzen Features. Wir können neben den WS2812B auch diverse andere machen. Das ist unter anderem wichtig für diese RGBW-LEDs, die ich eben gezeigt habe. Und wir sehen ja auch schon so ein paar Sachen. Es gibt über 100 Special Effects, es gibt irgendwie Paletten und eine UI mit Webinterface, Makros, OTA. Man kann also die Firmware auch automatisch aktualisieren lassen. Und der Zugriff auch, es gibt eine App für Android und iOS, es gibt Programmierschnittstellen, MQTT. Das Ganze läuft mit Home Assistant zusammen oder auch zum Beispiel Hyperion geht. Das ist ein System, womit man so Ambilight, also bildschirmabhängige Hintergrundbeleuchtung, selber bauen kann. Auch eine sehr schöne Sache. Was aber wahrscheinlich am sinnvollsten ist, ist hier unten C-Wiki. Da haben wir dann einen Quick Start Guide. Und hier ist nochmal alles beschrieben, was ich eben gesagt habe. Hier mit diesem Level Shifter, wenn es lange Drähte sind, was wo angeschlossen werden muss. Wie ihr gesehen habt, ich habe das hier die ganze Zeit mit dem ESP32 gemacht. WLED selber ist prinzipiell auch mit einem ESP8266 lauffähig. Das habe ich dann hier zum Beispiel.
In dem Fall mit RGBW-LEDs oder WW. Das heißt also, hier ist neben Rot, Grün und Blau auch noch eine warmweiße LED mit dabei. Das ist von Vorteil, wenn man die zur Beleuchtung einsetzen möchte. Gibt aber ein Problem. Ich hatte hier mit meinen Node-MCU-Nachbauten versucht und WLED ist darauf eher instabil. Im Sinne von WLAN klappt quasi gar nicht. Das scheint irgendwie wohl ein Bug zu sein. Ich habe aber nicht wirklich rausbekommen können, an welcher Stelle. Wenn ich den Original-WLAN-Code von WLED rausschmeiße und gegen den Example-Code von ESP8266 austausche, klappt alles einwandfrei. Aber so out of the box, einfach anstecken, ist mit denen hier zumindest aktueller Firmware-Versionsstand offensichtlich nicht so wirklich stabil. Wie auch immer, angeschlossen haben wir schon. Deswegen geht es hier I just want to use WLED. Und hier gibt es jetzt drei Methoden, wie man das machen kann. Das erste wäre ESP-Tool. Kennt ihr eventuell schon. Ist ein Kommandozeilenprogramm, womit man programmieren kann. Geht natürlich, aber es gibt noch eine zweite Methode, die relativ gut klappt und das ist der ESP Home Flasher. Wenn wir da draufklicken, kommen wir wieder auf eine andere Seite und hier kann man sich dann passend zum Betriebssystem eine entsprechende Version runterladen. Für die Windows-User zum Beispiel Windows x64. macOS gibt es irgendeine ZIP und Linux-User, guckt besser über euren Paketmanager. Mit etwas Glück ist er da drin. Was wir jetzt noch brauchen, das ist das Release-Binary. Kann man hier draufklicken, dann kommt man auf die Webseite mit den entsprechenden Versionen. Und wenn wir hier ein bisschen runter scrollen, dann kriegen wir hier eine Liste mit diversen Sachen. Und was wir hier brauchen, das kommt ein bisschen drauf an. Wir benötigen hier die WLED-Versionsnummer ESP32.bin. Die ist in meisten Fällen ausreichend. Bei mir hat das jedenfalls immer funktioniert. Je nachdem, was für ein Modell ihr habt, kann es aber auch nötig sein, den ESP32 Bootloader zusätzlich zu flashen. Das geht allerdings dann nicht über hier diese GUI mit ESP Home Flasher, sondern da muss man dann wirklich hier per Hand auf der Konsole das Ganze machen. Aber wie gesagt, bei mir hat es gereicht, ESP Home Flasher und den hier zu benutzen. Wie ihr seht, ESP8266 hat auch hier eine eigene, die kann man für den benutzen. Aber wie schon gesagt, es hat bei mir nicht wirklich funktioniert, WLAN-Verbindung war nicht drin. Die anderen Sachen, das sind meistens Spezialsachen, hier zum Beispiel für andere Pins zu benutzen. Das ist dann aber langsamer oder andere LED-Typen. Prinzipiell solltet ihr versuchen, auf den Standards zu bleiben. Wenn wir jetzt hier unseren ESP-Home-Flasher aufmachen, dann wählen wir erstmal hier oben unseren Serial-Port. Wenn ihr nur ein Gerät dran habt, ist es üblicherweise genau das. Wenn hier mehrere auftreten, dann wird es ein bisschen komplizierter. Am einfachsten dürfte es wahrscheinlich sein, ESP abziehen, Refresh drücken, gucken, was verschwindet, wieder dran stecken, nochmal refreshen und dann den wählen, der wieder hinzugekommen ist. So kann man relativ einfach unter Windows auch erkennen, welcher Port das ist. Als nächstes dann die Firmware wählen. Also in meinem Fall hier die WLED 0102 ESP32 bin, und dann können wir hier einfach auf Flash klicken. Wunderschön. Das kann jetzt ein bisschen was dauern. Wir sehen aber schon Detecting Chip Type ESP32. Also er hat offensichtlich erkannt, dass das ein Gerät ist. Und wir sehen auch hier die ganzen Daten. Alles da. Erasing Flash, Flashing. Kann so bis eine Minute dauern. Aber man sieht auf dem Bildschirm ja grob, was er macht. Und wenn er dann am Ende bei 100% angekommen ist und die Logs kommen, dann ist alles fertig und wir können hier weitermachen. Wenn alles funktioniert hat, dann sollten zumindest ein paar von den LEDs anfangen zu leuchten. Und was es auch noch geben sollte, das ist neues WLAN. Wenn wir da einmal die Liste aufrufen, dann haben wir jetzt hier einen dabei mit dem Namen WLEDAP. Wenn wir da draufklicken, dann können wir uns mit dem verbinden. Wichtig, je nach Betriebssystem gibt es einen Haken automatisch verbinden oder ähnliches. Den würde ich entfernen. Der hier ist nämlich nur zur Konfiguration. Darüber gibt es kein Internet und nichts. Das heißt, wir stellen das so ein, sagen verbinden und der fragt uns dann nach einem Passwort. Und das Passwort lautet WLED1234. Alles klein geschrieben und damit kann man sich dann hier verbinden. Unter Windows alles wegdrücken, was irgendwie nervt. Je nach Betriebssystem bekommt ihr automatisch hier diese Webseite, Welcome to WLED. Wenn das nicht kommt, geht ihr mit eurem Browser auf die Adresse 4.3.2.1 und auch dann seid ihr hier. Das ist das Konfigurationsinterface. Und hier gibt es jetzt zwei Sachen, die man machen kann. Wir können entweder direkt zu den Kontrollen, wo wir die LEDs steuern können, aber was wahrscheinlich sinnvoller ist, Wi-Fi-Settings, sodass ihr euer lokales WLAN eintragen könnt. Denn ich denke, die meisten von euch wollen am Schluss ganz normal übers WLAN das Ding steuern und nicht sich direkt damit verbinden und damit gegebenenfalls Internet verlieren.
Die Konfiguration ist eigentlich nur die ersten beiden Felder. Hier gibt man den Namen ein und darunter das Passwort. Alle anderen Einstellungen sind mehr oder weniger optional, muss man nicht tun. Hier kann man zum Beispiel dann auch statische IPv4-Adressen hinterlegen. Man kann dem Ding einen Namen geben. Wenn man mehrere hat, ist das schon mal hilfreich. Und der untere Part, das ist hier der Access Point, zu dem wir gerade verbunden sind. Auch da kann man den Namen und das Passwort ändern. Das hat den Hintergrund standardmäßig. Ist es so eingestellt, dass wenn keine Verbindung nach dem Einschalten aufgebaut werden kann, weil zum Beispiel euer WLAN außer Reichweite ist oder irgendwas falsch konfiguriert wurde, dann schaltet der entsprechend hier diesen Access Point wieder ein. Und ja, deswegen kann man hier da nochmal abändern. Ansonsten Disable Wi-Fi Sleep sollte eigentlich nicht mehr notwendig sein. Das heißt, wir gehen hier einfach auf Save and Connect. Und ja, please connect to the new IP if changed. Das heißt, wir gehen jetzt rüber auf unser normales WLAN. Wenn das passiert ist, braucht ihr die IP-Adresse bei euch im Netz. Meistens gibt die euer Router euch dann passend raus. Ansonsten sollte auch diese Adresse hier funktionieren. BLED-SSP32-Test.local. Dieses MDNS ist aber ein bisschen wackelig, also nee, eventuell braucht das ein paar Neustarts, bis das da sauber läuft. Aber wie gesagt, die meisten Router zeigen euch ja die IP-Adresse an. Wenn wir die dann im Browser eingeben, dann sieht das hier so aus. Wir haben entsprechend unser Farbrad mit so einem Orange ausgewählt. Wofür könnte das wohl sein? Wenn das nicht so ist, wenn eure LEDs kein Orange anzeigen, dann kein Wunder. Dann ist das erstmal nicht schlimm, denn wir haben ja noch nichts konfiguriert. Deswegen, wir gehen erstmal auf Config und klicken da auf die LED Preferences. Und was wir hier machen müssen, ist erstmal die Anzahl der LEDs einstellen. In meinem Fall sind das 15. Wir sehen jetzt hier, empfohlen wird ein 1 Ampere Power Supply. Für die meisten Effekte ist aber auch 0,5 Ampere genügend. Das heißt, der rechnet euch hier automatisch aus, was ihr für ein Netzteil benötigt. Man kann einen Brightness Limiter reinmachen. Das heißt, wenn 850 mA angepeilt werden, sage ich mal, dann macht er automatisch die Helligkeit insgesamt runter, um nicht über diesen Wert zu kommen. Das ist natürlich alles nur geschätzt, aber wenn man weiß, dass man ein Netzteil hat, was irgendwie ein bisschen zu schwach ist, kann man damit ein bisschen zurückdrehen, sodass das geht. Dann gibt es hier die LED Voltage. Da kann man einstellen, wie effizient die LEDs sind. Die Standardeinstellung ist meistens okay. Die anderen Einstellungen sind auch für NeoPixel nicht ganz so problematisch. Wenn wir hier zum Beispiel gucken, das hier ist, wenn man so eine RGBW-LED hat, wo noch ein Weiß dazu ist, das kann man hier einschalten. Und GRB ist auch für NeoPixel richtig. Rest können wir jetzt einfach mal so lassen. Machen wir einfach mal Save und dann sollte der eigentlich jetzt einsatzfähig sein. Bei mir war er schon von Anfang an orange. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal hier auf Blau klicken, wer hätte das gedacht? Es wird blau und genauso natürlich grün und lila. Und ja, im Prinzip können wir so schon mal unsere Sachen hier steuern über ein entsprechendes Webinterface, so wie wir das haben wollten. Nun hatte ich aber ja gesagt, Moment mal, wir können doch jede LED einzeln ansteuern. Momentan steuern wir sie ja immer nur alle gleichzeitig an. Naja, das wird dann interessant, wenn wir auf Effekte gehen. Denn hier können wir diverse Sachen machen, wie zum Beispiel hier, okay, wir können es blinken lassen. Das ist jetzt eventuell nicht ganz so spannend, aber wenn wir zum Beispiel dann hier irgendwie sagen, wir wollen Rainbow, dann können wir relativ schnell sehen, ja, er kann wirklich jede LED hier einzeln ansteuern und entsprechend können wir das hier so dann mit Effekten machen. Da gibt es dann entsprechend jede Menge. Das heißt also, könnt ihr euch durchgucken. Man kann jede Menge Einstellungen machen. Man kann hier irgendwie schneller, langsamer machen. Die Effektstärke kann man entsprechend einstellen. Man kann sogar hingehen und kann so einen LED-Streifen unterteilen. Machen wir den hier gerade nochmal auf Solid, dass es alles eine Farbe hat. Und dann können wir hier zum Beispiel sagen, okay, wir möchten das Segment 0 nicht von LED 0 bis 15 haben oder vom Anfang bis 15, sondern wir wollen, was weiß ich, nur bis 7 haben. Zack. Jetzt haben wir nur 7 LEDs leuchten und jetzt können wir hier den zweiten Segment holen von 7 bis 15. Und nun können wir hier einmal die Farbe wählen, zum Beispiel hier rot. Und dann können wir das andere Segment hier auswählen und können dann sagen, okay, du wärst jetzt aber grün. Und ja, so können wir die hier. Wieso geht das jetzt? Achso, ich hatte hier unten falsch geklickt. Wir müssen die 1 bei Solid machen. Und so können wir dann hier unsere LEDs auch per Hand alles ansteuern und natürlich auch separate Effekte machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Effekt mache, dann gilt der erstmal nur für den oberen Bereich, nicht für den unteren. Das kann zum Beispiel interessant sein, wenn ihr einen Streifen nicht am Stück habt,
sondern irgendwie um eine Ecke gelegt habe oder ähnliches. Ansonsten, was es hier noch gibt, hier oben rechts habt ihr einen insgesamt einen Brightness-Regler. Das heißt, wir können jetzt hier auch sagen, okay, ich hätte das gerne lieber dunkler. Dann wird es Überraschung dunkler oder natürlich volle Helligkeit, wenn mein Netzteil das mitmacht. Oh, es funktioniert sogar. Das wundert mich jetzt. Ja, also, auch Helligkeit lässt sich einstellen. Das Ganze hier übers Webinterface direkt im Browser. Es gibt natürlich noch jede Menge andere Sachen. Wir können zum Beispiel hier Timer einstellen. Das heißt, nach 60 Minuten geht es zum Beispiel aus. Wir können eine Sync einstellen. Das ist, wenn ihr mehrere von diesen WLED-Sachen im Netzwerk habt, dann könnt ihr auf einem Webinterface das einstellen und alle anderen ESPs ziehen dieselbe Information dann und passen sich entsprechend an. Peak heißt, es gibt hier oben entsprechend so einen kleinen Balken, wo man eine Vorschau sieht, wie der LED-Streifen denn so aussieht. Info gibt nochmal die Info über das Gerät. Config hatte man schon. Und PC-Mode macht einfach nur hier alles nebeneinander, dass man entsprechend da Segmente, Effekte und gleich ansteuern kann. So, wir sehen also, im Webinterface klappt schon mal alles. Wir haben aber noch ein paar mehr Sachen, haben wir ja eben gesehen. Was zum Beispiel relativ einfach geht, ist das Ganze mit Home Assistant zu machen. Da geht man einfach in die Einstellungen, dann die Integrationen. Und hier gibt es dann zwei Varianten. Wenn das im selben Netzwerk ist, dann bekommt ihr hier einfach eine Info, es wurde entdeckt hier wie LED. Das kann man dann hier fertig konfigurieren. Wenn das nicht der Fall ist, einfach unten in der Ecke aufs Plus klicken. Dann kommt hier so eine Liste. Man kann WLED suchen, hier drüber hinzufügen und dann die IP-Adresse eintragen. Dann geht es genauso. Wenn wir das hier mal konfigurieren, absenden, dann haben wir jetzt eine schöne neue Integration. Und wenn wir das gemacht haben, können wir das ganz regulär hier auf unsere Benutzeroberfläche hinzufügen. Also machen wir einfach mal hier ein Widget. Und dann kann das zum Beispiel hier so aussehen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal den Estimated Current. Das heißt, hier kann ich die ganze Zeit sehen, wie viel Strom zieht das Ding denn jetzt. Ist natürlich optional. Viel wichtiger der hier. Und hier können wir jetzt auch über Home Assistant das Ding natürlich ausschalten, wieder einschalten. Und wenn wir draufklicken vorne, dann haben wir auch hier sämtliche Optionen. Das heißt, wir können die Helligkeit einstellen. Wir können die Farbtemperatur, das macht jetzt hier keinen Sinn, weil es keine weißen LEDs hat. Aber hier unten können wir die ganzen Effekte auswählen. Mal wieder Solid. Und wenn wir Solid haben, Überraschung, auch hier können wir natürlich wunderschön die Farbe passend ändern. Und wenn es dann mobil sein soll, geht natürlich auch über Home Assistant. Aber wie schon gesagt, es gibt auch eine native App. Die findet man selbstverständlich dann in den entsprechenden Stores. Hier zum Beispiel im Google Play Store gibt es auch für iOS. Und wenn wir die öffnen, wir sehen schon, please use the plus button to add your WLED lights. Machen wir das mal einmal plus. Und hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir können die IP-Adresse und gegebenenfalls einen eigenen Namen hier per Hand eingeben. Oder wir gehen einfach hier oben hin, Discover Lights. Gehen wir da mal drauf. Und wenn ihr im selben WLAN seid, dann sollte nach einem kurzen Moment diese Info hier kommen, Found WLED, das heißt, er hat es jetzt automatisch entdeckt. Wir können auf den Haken gehen und schon haben wir hier unsere Info WLED. Den Namen, den können wir im Übrigen hier im Webinterface bei User Interface setzen. Das heißt, wenn wir hier sagen, statt WLED machen wir WLED ESP32 Test, dann übernimmt er das hier auch aufs Mobiltelefon. Und ja, was wir hier machen können, ist einmal die Helligkeit setzen. Aus und wieder anschalten und wenn wir draufklicken, dann kommen wir hier auf das altbekannte Interface, wo wir im Prinzip dieselben Funktionen haben wie auch auf unserem Webinterface. Ja, auch wenn der ESP8266-Bug ein bisschen nervig ist, ESP32 ist jetzt auch nicht so teuer. Und hey, drei Kabel anstecken, Software drauf machen und man hat eine sehr, sehr, sehr mächtige Lösung, um hier so LEDs anzusteuern. Also, ich würde sagen, tut auf jeden Fall, was es soll.